Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde. Na, zurück nicht. Da war jetzt falsch angefangen. Und zwar spielen wir ein neues Spiel auf diesem Kanal. Und zwar ist das Hazard Ops ein Free-to-Play-Spiel auf Steam. Kann sich jeder runterladen. Ist ein Free-to-Play Co-op oder Versus-Shooter. Ach, das M. Tschüss. Ist wie gesagt ein Free-to-Play-Spiel, ein Shooter. Kann man Koop oder Versus-mäßig spielen, wie man möchte. Und ich spiele gerade Koop. Ich spiele gerade Mission. War ich da? Ohne Waffe. Ohne Desert Eagle. Nehmen wir nochmal gleich. Ja, wie gesagt, ist ein Free-to-Play-Spiel. Zeige ich auch gleich mal in den Shop, wenn das hier fertig ist. Und ja, ich spiele das Spiel schon öfter oder länger. Nur mit einem anderen Charakter. Das ist jetzt ein neuer Charakter, um euch das natürlich auch zu zeigen. Ich spiele das Spiel ein bisschen schon länger. Und ja. Wo sind die Gegner? Da hinten sind Gegner. Da kommt einer. Tschüss. Tschüss. Da ist noch irgendwo einer. Da. Tschüss. Ah, Mr. Leben. Wo ist er denn? Geht doch. Hat noch meinen Pfeil? Nö. Ich will mein Gewehr behalten. Geht immer gar nicht. So, ich werde mal die Seite hier ein bisschen abdecken, würde ich sagen. Warum sind die alle da hinten? Weiß ich nicht. Warum? Ist egal. Aber ich wollte ein bisschen was über das Spiel erzählen. Wie gesagt, das ist ein Free-to-Play-Shooter. Wie man hier auch sieht. Ist unschwer zu erkennen. Wie gesagt, ist Free-to-Play. Kann man natürlich mit In-Game-Shop auch. Oh, scheiße. So, nachladen. Bis auf den Knopf da drücken. Oder schaffen. AK-47 will ich auch nicht unbedingt haben. Ja, jetzt habe ich diesmal die Runde, die Wave habe ich ein bisschen scheiße gehabt. M2 und die habe ich selber. Die nehme ich jetzt auch mal. So, rotztrocken. Ja, hier. So. Wave 4 ist das. 4 von 8, ne? Glaube ich. Maul. Weg. Von euch, mit euch hier. Weg von meiner Flanke. Ihr Hunde. Warte ich, ne? Flammenwerfer ist das, ne? Müsste das sein. Also, nehmen wir den mal. Ah, hier. Grill. Weg. Ihr Hunde. Ja, hier, ihr Penner, hä? So. Wie viel Leben habe ich überhaupt noch? Ach, ich bin noch voll. Ach, kein Problem. So, mal wegschmeißen hier. Braucht doch keine Klumpe. So, wie gesagt, ich mache meine Flanke hier wieder. Wie immer. Gucken wir mal. Da kommt auch was. Irgendwo. Da war's. Da kommt noch einer. Tschüss. Ach, die Viecher. Hart. Da kommt noch was. Boah. So doof, wa? Danke. Wo ist er?
kommt noch einer. Ja, weg. Das war knapp. Weg. Mit euch. So. Was ist das? Headshot. So, so. Boah, 12 Kills. Guck dir das an. Guck dir das an. 12 Kills, Freunde. Sehr schön. Ist zwar gegen KI-Gegner, na klar, aber was soll's, was soll es. Macht aber keine Laune, das Spiel. Also ich sag ja, ich kann nur jedem empfehlen. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Game. Für Free-to-Play auf jeden Fall sehr cool gemacht. Es gibt ja teilweise Missionen, die sind richtig lang und sehr geil auch. Mit Türme und ach, gibt auch Tower Defense so eine Art. Oder was ist Tower Defense? Da muss man. Hinter mir läuft einer. Weg mit dir. So. Weg. Sehr geil. Nachgeladen. Weg. Mein Freund. War doch ein Dicker. Mit Schild. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Habe ich nicht Granaten? Hab ich? Ja. Toll. Ja. Sehr schön. 6 von 8. Auch durch. Ah, du Sack. Wolltest du mich, wa? Ist nicht. So, kriegen wir uns mal hier hin. So, Round 7. Zwei noch. Die noch und noch eine. Und fertig ist die Kiste. Normalerweise läuft man immer zu dritt. Headshot. Ich weiß zwar nicht, wie ich das. Ach, verdammte Axt, ey. Lass mal. Komm raus da. Komm mal, die dicke Wumme hier. Aua. Sehr schön. Pack. So. 7 Kills wieder. Du Penner, du. So, erstmal nachladen hier. Na toll, ich sehe jetzt natürlich nichts. Was soll's? Aber ich nehme die dicke Wumme lieber. Gucken wir mal hier. So, da kommt was. Schon tot. Und tschüss. Auch tot. Sehr gut. Aua. Nachladen. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh, Wave Clear. Auch drei, ja, drei Kills nur. Schade. Scheiß drauf. Ich weiß nicht, glaube ich, das war da, glaube ich, jetzt, ne? Ja, Victory. 67.000 Points. Auch zweiter geworden. Ha? Okay. 67.000 Points gekriegt. 44 Kills hingelegt. Ist okay. So, dann zeige ich mal ein bisschen von dem Spiel auch noch. So, Mission Complete ist. Ich habe ein Graph Turret gekriegt. 100 Credits, 1000 Coins, 500 EPs. Dann habe ich noch eins gekriegt, gemacht. 300 EP, 2200 und Pants. Und Level Up auch noch. Mein Gott, das geht doch ab hier. Genau, so. Dann gucken wir uns mal das Spiel an. Jetzt gehen wir mal raus hier.
So, da haben wir noch. Achso, das ist eine neue Quest. Alles klar. So, wir gucken uns mal das Spiel ein bisschen an. Wir sind ja noch nicht fertig. Ich habe jetzt eine Mission gespielt. So, das ist hier oben. Das ist, sagen wir mal, die Startseite. So, da sind die ganzen Spiele, die es gibt. Hier zum Beispiel Feigling, da kann man jetzt noch bei. Ist aber gesperrt, ist ein Dingens vor. Gibt noch eine Seite, klar. Und so weiter und so fort. So, gehen wir mal weiter. Locker ist unser Ausstattungsraum. Da kann man jetzt Waffen zum Beispiel hier. Primary Weapon, Secondary Weapon, Sidearm, Granaten und halt Booster und so ein. Da kann auch mehrere Sachen hier rein tun. So, Gear. Kostüm habe ich jetzt nicht. Body, Head habe ich nichts. So, Legs habe ich jetzt. Eagle Pants gekriegt. Die sind aber leider nur für 5, für 7 Tage. Was soll's. Kann man trotzdem anziehen. Dann gibt es noch Waffenmodifikationen. Kann man sich auch noch hier drauf tun, aber die habe ich nicht. Die kann man sich kaufen mit Cash. Cash ist echt Geld. Und so weiter und so fort. Das sind alle meine Waffen. So, hier Gun Turret habe ich zum Beispiel. Und so weiter. So, dann kommen wir mal in den Store an. Ein Store kann man natürlich mit Echtgeld. Kann man sich hier zum Beispiel Ares Store permanent kostet 16.000 Cash. Dann kann man sich mit Coins Sachen kaufen. Hier Waffen. Die sind natürlich richtig teuer, 220.000. Ich habe 33, also kann man so sehen, wie man so teuer, wie teuer sie sind. Wie gesagt, man gibt Weapons, es gibt Gear, das kann man sich auch permanent kaufen. Könnte ich mir sogar ein Tactical Helmet, mache ich aber nicht, weil der im Prinzip nichts bringt, der nur Aussehen halt. Aber das kommt später. Dann gibt es hier natürlich Mechs. Dann gibt es hier zum Beispiel Waffen für die Mechs. Da sind die ganzen Mechs hier unten, Heavy Mech, Medium und Light. Dann kann man sich die Sachen noch mit Credits kaufen. Die kriegt man auch in Quests. Zum Beispiel. So, dann kann man die hier zum Beispiel. Ja, hier so ein RPD kaufen. Für 8000. Sniper-Rifle, SMG. Oder AA-12ZK. Shotgun. Assault-Rifle. Und so weiter und so fort. Kann man sich alles kaufen. Man kann sich auch hier eine ganze Rüstung kaufen. Für die Sachen und so weiter. Mods kann man sich hier kaufen, die sogar grün sind teilweise. Gut, das war der Shop. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer Cash ist. Aber wie gesagt, man kann sich auch die anderen Sachen alle mit echt, mit normalem Ingame-Währung kann man sich die auch kaufen. So, dann gucken wir jetzt den nächsten weiter. Das sind Missions. Das sind die Missionen, die man machen kann. Und zwar habe ich jetzt hier zum Beispiel eine Mission, da muss man 10 Maps gewinnen. Dann kriegt man hier einen Tag dieses Assault XM8. Gewehr. Ein Tag. Aber wohlgemerkt, ne? So, und dann gibt es hier noch Take That Hill. Ist dann zum Beispiel, kriegt man hier einen Cap für. Complete any map in Assault Ops Mode. Das habe ich gerade eigentlich gemacht, aber ist jetzt die nächste Quest. Dann gibt es hier noch Trainings, die man machen kann. Hier gibt es Rookie Quests. Das sind so die Anfangsquests, die man macht. Dann gibt es hier Event Quests. Die wechseln auch jedes Mal. So, Revive Token, erkläre ich gleich auch mal, wofür das ist. Da Survive, da muss man Survival Map schaffen und so weiter und so fort. Dann gibt es hier Dailies, die wechseln auch jeden Tag. Und ja, ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, aber das ist hier zum Beispiel ein Versus-Ding, wenn der Match unsere Final Boarding Map, Team Deathmatch, Deathmatch oder Elimination. Kill 100 Enemies, schafft man auch ziemlich schnell. Wie gesagt, man kriegt hier immer Coins und Credits, wie man hier unten auch sieht. Timed Quest ist dann auch Versus zum Beispiel, das wechselt aber jedes stetig. Sie steht auch hier um die Zeit. Ne, das ist die Uhrzeit, glaube ich, gerade. So, dann gibt es natürlich noch Clans. Gibt es auch hier. Dann gibt es noch hier Ranked Versus Match. Will ich aber nicht. Ups. Nein, weg. Auf Wiedersehen. Wollte ich jetzt nicht. Ja, was ich noch erklären wollte, genau, Moment. Was, was, was? Mods, Tech, war da Tech? Nein, Closing, ne. Weapons, Items, da. Revive Token. Ganz wichtig, der Revive Token ist dafür da, um, während man, wenn man ein Koop-Spiel spielt, wenn man stirbt, ist man nochmal so, ist Ende, ist eigentlich vorbei. Man kann zwar wiederbelebt werden, aber das ist immer so eine Sache. Ich meine, wenn man zum Beispiel so eine Map spielt, die mehrere Bereiche hat, kann sein, dass man dann wiederbelebt wird. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall, diese Tokens, die sind dafür da, dass man sich dann wiederbeleben kann.
und halt mitspielen kann weiter. Ansonsten ist eigentlich diese Map dann beendet für dich. Und dafür sind die. Die sind auch ziemlich wichtig und die verliert man auch ziemlich oft, weil es gibt viele Leute, die sterben dann halt und dann nehmen die die Dinger und irgendwann sind die leer und dann steht man da. Aber so viel zu dem Spiel eigentlich. Ich habe das jetzt mal ein bisschen erklärt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Spiel auch. Nein, jetzt habe ich wieder drauf gedrückt. Mein Gott. Wenn ihr das Spiel auch so annimmt wie ich, weil ich spiele das Spiel halt auch sehr gerne. Wie gesagt, ich spiele das jetzt mit dem Charakter, der ist neu. Ich habe das vorher, ich spiele das normal so mit einem anderen Charakter, der ist auch schon weitaus höher im Level. Ich weiß gar nicht, welches Level der jetzt ist. 15? Oder sowas? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Habe ich auf jeden Fall privat einige Male schon gespielt, sagen wir mal so. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr findet das Spiel gut. Ich würd gerne mehr davon zeigen, wenn ihr möchtet. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie immer. Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, wer gerne PvE-Shooter spielt, kann sich das ja mal angucken. Wie gesagt, gibt es auf Steam umsonst. Tippt einfach bei der Suche Hazard Ops ein. Kann man sich runterladen, kann man so viel wie man möchte zocken. Wie gesagt, ist ein schönes Spiel. Haben sie auf jeden Fall gut was auf die Beine gestellt. Ansonsten, wie gesagt, dann beende ich die Folge jetzt erstmal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like-Kommentar wie immer sehr gerne gesehen. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie ihr das Spiel so findet und ob ich das dann zwischendurch mal spielen soll. Ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei entweder Hazard Ops oder irgendeinem anderen Spiel. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss!